Aber so schnell macht man nicht 350 Flint mit der Spitzhacke und hat dazu noch Stein und Metall. Also da lohnt er sich. Ja, wenn der nicht so mega langsam wäre. Deswegen skill ich ihn nur auf Move and Speed. Jetzt gleichzeitig versucht zu gehen und zu reden. Also ich fand das aber sogar geschafft. Danke, Captain Obvious. Bitte! Immer wieder gerne. Farmst du jetzt eigentlich meinen ganzen Berg da leer? Alles klar. Ich glaube, ich muss doch nochmal Metall farmen gehen. Da ist so viel Metall auf dem Berg, viel Spaß. Aber benutze meine Base nicht als Lager. Wie? Nicht? Nein. Ich dachte, ich baue mir da wieder eine Kiste hin. Ja, nee, ist klar. So, erstmal auf Baden einen dicken Haufen fallen lassen. Wie lange hat er jetzt schon nicht mehr gezockt? Zu lang. Welches Level hat er eigentlich mit dem Charakter da? Ich glaube, er ist niedriger als Busch. Ah, super. Das glaube ich auch. Welches Level hat Busch denn? Ja, irgendwas über 15. Okay. Habe ich jetzt gerade tatsächlich den ganzen Berg abgefarmt? Nein. Nicht? Gut. Sicher nicht. Zumindest die Seite. Ich habe auch schon ein bisschen gefarmt da, aber nur ein bisschen. Aber mein Feuer brennt wahrscheinlich immer noch da unten, ne? Sagen wir, die sichere Seite habe ich abgefarmt. Ja, die vordere Seite von meiner Base aus ist ziemlich leer. Du musst ab der Spitze und dann nach unten gehen. Also auf die andere Seite ich gehen, weiß. Da ist ziemlich viel. Ich weiß. Bin ich schon. Und da habe ich nämlich schon mega viel weg. Also ich bin schon relativ weit nach unten. Ich glaube, so viel kannst du gar nicht schleppen. Zwei Adler mit. So, ja gut. Kannst du wohl schon ein bisschen mehr schleppen, ja. Und in dem Einzelnen ist, glaube ich, knapp 4 oder 500 drin. Mari, hast du mein T-Rex mitgenommen? Kann das sein? Hast du es gewagt? Ich habe kein T-Rex mit dir noch. Jedes Mal Chaos ist, wenn man zwei hat. Wenn einer angegriffen wird und so. Hasse ich ja, wenn ich mit zwei Vögeln da hingehe. Ja, nerven die einen die ganze Zeit oder die werden gerade angegriffen oder einer von denen, dann geht der andere auch noch ab und. Oh nee, Gott. Ich hab dir ja nicht auf Following gestellt, also blockieren tue ich mich nicht. Ja, genau. So. Meistens werden sie dann angegriffen, wenn man nicht aufpasst. Nee, das ist hier ist aber, also ich hab ja vorher geguckt, hier ist eigentlich echt nichts in der Nähe gerade. So, jetzt möchte ich eigentlich einmal zurückfliegen und meinen Gummiadler holen. So, dann will ich deine Base mal wieder als Zwischenlager benutzen. Ich schmelze das eine, benutze selbst, ist schon bewusst. Nein, machst du nicht. Doch, tue ich. Nein. Doch. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Ich würde es einfach in mein Safe benutzen. Glaubst du denn? Ja, das Gute ist, ich hätte da jetzt Zugriff auf dein Safe. Ja. Schön. Nein, ich muss meinen anderen Adler hier noch kurz vollpacken. Was mir fehlt, wird irgendwann zurückgebracht. Ja. Für uns gilt, für mich gilt das Gleiche. Ja, dann benutzt meine Base nicht als irgendein Zwischenlager. Nein, doch. Was heißt Zwischenlager? Ich lasse es ja in den Vögeln drin, mein Gott. Du hast gesagt, du willst es dazwischen lagern. Bin ich Hellseher und weiß, dass du es in den Vögeln drin lassen willst? Ja, hier, Greifus Rufus ist noch nicht ganz voll. Boah, der kann auch ein bisschen. Greifus Rufus? Was heißt der? Und er sagt, Irosaurus ist kein Name, aber nennt seinen Vogel irgendwie Greifus sowieso.
Glückwunsch. Kann ihn auch nur Rufus nennen. Oh, eine Metallbase. Kann man mal raiden. Ganz lustiger Vogel. Ah, jetzt geht's wieder. Steht da unten irgendwas? Ich muss meine Granate wegwerfen. Ich muss meine Granate auf jeden Fall wegwerfen. Der Vogel ist ein bisschen langsam anscheinend. So, ist mein Metall dann endlich mal geschmolzen? Oh, Alter, erst 100 Stück von den... Ja, noch Stunden. Mach das Backpowder. Funktioniert doch gar nicht, Mann. Das habe ich doch letztes schon ausprobiert. Das funktioniert. Was machen? Er sagt Backpowder mit reinmachen und dann geht's doppelt so schnell. Wo rein denn? Ja, in den Ofen. Ja, aber dann muss ich rausnehmen, ne? Und alles andere. Na toll. Weil dann sonst haben wir zuerst das Holz. Aha. So, ich mach das mal. Ich habe ja noch 50 mal Sparkpower. Das geht doppelt so schnell wie Holz. Ja, letztens hat es funktioniert, weil das Holz mit drin war. Das musst du natürlich auch sagen, dass man Holz rausnehmen muss. Mario, das hattest du gestern, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe jetzt noch einen Crossbow gefunden, der macht 170% Haltbarkeit und 150% Damage. So, oh, das ist doch meiner, ne? Du schuldest mir nur 3 Stück. Jo, wo kommst du? Aber brauche ich nicht, Gottes Willen. Ich komme hier gerade nur auf den Raptor hier. Den Wachhund. Ach ja. Ach ja, ich wollte noch was trinken gehen vorher. Ah, die guten Steine, das vergessen. Guten Steine? Ja, auf der anderen Seite, da ist so ein ganz kleiner Abhang und da sind richtig viele Steine noch in der Ecke. Die sieht man erst, wenn man runterfliegt. So gut für dich. Ja. Siehst du, dann können wir da sogar gleichzeitig zu zweit trauen farmen. Irgendwie macht du trotzdem nur ein Metal in mir beim Sparkporter bei mir. Dachte, das funktioniert so super. Es hat ja auch vorhin funktioniert, aber jetzt gerade nicht. Aber ich muss trotzdem jetzt einmal sehen, was du genau meinst. Ja, hier ist so ein ganz kleiner Felsvorsprung, wenn du über den Berg drüber fliegst. Nach der Spitze. Aber wo ist der Adler hin? Sind mehrere Steine halt. Ich hab jetzt schon 80 Metall. Hä? Doch bei mir voll umgestellt. 90. Ich glaube, ich bin zu schwer. Ah, da ist er ja. Jetzt bin ich meine zu Güte, sind die Adler langsam. 94 Metall, da unten ist noch ein Stein, glaube ich. Ja. Der letzter Stein. Kann ich mich schon wieder gar nicht mehr bewegen. Ah, da bist du. Du gehst immer mit dem Ding? Alter, ich habe jetzt gleich, warte, ich sag dir so viel. Ich glaube, ich habe gleich 120, 130 Steine. Metall. Ja. Ja, das reicht. Unbedingt produktiv. Ich habe 120 und 45 Steine. Für jetzt. 2 Minuten. Erstmal kurz gegen ausgeschaffen hier und okay. Sieht gut aus.
Ihr macht nicht drei auf einmal, aber erst dreimal so schnell. So fühlt es sich zumindest an. Hat mal jemand Cheesepulver reingelegt? Das würde keinen Sinn machen. Mach mal, sieh mal, hier. Das ist eigentlich reingelegt. Und wir brauchen noch einen Adler, Baba. Ja, fang mal an. Ja, wir müssen ja sowieso immer relativ weit wegfliegen, um uns anzufahren. Ist doch schön. Ja, so schön ist das gar nicht, aber dann könnte man wenigstens halt um einiges mehr nochmal mitmachen. So. Einen Parkplatz haben wir ja noch frei. Allzu viel schneller geht's jetzt dann auch nicht, finde ich, mit dem Sparkpuder. Sparkpuder. Hätte jetzt 15 Metall gemacht. Weiß ich nicht, vielleicht, kann ich das auch nicht richtig einschätzen, ob das so viel schneller ist. In jedem Fall muss ich jetzt erstmal ein bisschen Metall zur Base schaffen. Leider hier noch kein Smitty aufbauen kann. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh. Alles klar. Greifus Rufus. Aber Micha, hast du sonst mal den Berg runter geguckt, wie wenig da nur noch ist? Der Berg ist fast leer jetzt. Ja. Das meiste ist normalerweise ab der Spitze oben auf der anderen Seite. Aber da habe ich die Spitze ja auch schon gelootet eben, beziehungsweise gefarmt. Echt? Dann spawnen die aber echt schnell wieder nach, weil die Spitze habe ich nämlich auch komplett nochmal. Ja, es ging. Also ich habe die gefarmt, als ich online gekommen bin und bin dann zur anderen Base geflogen danach. So, vielleicht krieg ich ja nochmal 200 in dich rein. Also du kannst gleich nicht mehr fliegen, weil die zu schwer sind. Ach, da ist ein Kanu. Also ich kann das irgendwie gerade, also kann mich auf jeden Fall auf die Adler nicht draufsetzen. Das funktioniert nicht, dann sind die definitiv zu schwer. Das habe ich schon ausprobiert, das funktioniert definitiv nicht. Aber ansonsten fliegen die noch. Die sind halt nur um einiges langsamer natürlich als der Gummiadler, ne? Braucht eine halbe Ewigkeit, bis die da sind. So, ich habe gerade mal nebenbei Dodo-Soldat Nummer 6 getamed. Yes! So, 432 von 437. Aber leider habe ich bis jetzt immer noch nicht irgendwie noch nicht die Message bekommen, dass meine Angriffswelle Nummer 1 gestorben ist. Also ich glaube, die haben die nie getötet, den Vogel. Außer, ja gut, oder es war wieder verbuggt und ich habe einfach die Message nicht gekriegt. Bisschen was kann sogar noch in meinen Gummiadler rein, sehr gut. Ich benutze den Dodo jetzt zum Steine sammeln. Was? Ja, der kann bis zu 80 Steine tragen. Ja, haben oder nicht haben, oder? Ja. So nötig haben wir Steine. Mann. Der braucht bloß eine Weile, ehe er da ist, oder? Och, ich könnte ihm 100 reintun, dann würde er, glaube ich, Gänsemarsch hinter mir herrennen. Macht er das nicht jetzt schon? Nee. Heil. Kommst du da drauf? Full Speed. Auf Movement Speed getamed, ne? Das war's, ich tame jetzt die ganzen Dodos hier. Die tragen jetzt alle 5 Steine. Sklavenarmee.
gucken, wie viele Metall ich noch in meinen Gummiadler reinbekomme. Jetzt darf ich erstmal wieder Steine farmen gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mann, das bringt ja auch ach so viel Spaß mit den Steinen. Ich meine, das geht mir leider am meisten auf den Sack. Ja, also Steine farmen, also es geht ja recht schnell, muss ich sagen. Aber es ist halt einfach eine super nervige Aufgabe. Dynamit könnten sie auch einfügen. Bruchstein-Dynamit. Und dann hast du direkt instant 50 Steine oder so, keine Ahnung. Ist mir egal. Ich würde damit, glaube ich, fischen gehen. Schneller geht. Das war ja klar. Wie viele Steine habe ich überhaupt? Oh Mann. Hat 36. Alles klar, ich bin genau ab 224 Steine zu schwer. Gut. Ah, okay. Läuft. Bisschen wenig. Vogel mir, mein Vogel. 230? Ne, das ist der Vogel, stimmt gar nicht. 160 kann ich nur tragen. Will? Ich glaube, das wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis Babas Vogel bei der Base angekommen ist.